Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge FIFA 19. Das Spiel ist am Freitag rausgekommen und ich habe mir das geholt und habe mir einfach mal gedacht, warum nicht aufnehmen. So, zur Situation im Moment. Kann ich das Spiel schon mal starten? Ich hätte euch gerne was, also dass ich so lange nichts hochgeladen habe, ich hätte euch gerne was über den PC gezeigt. Ich habe jetzt einen PC gekauft, habe recht günstig was Gutes bekommen. Ja, musste den ein bisschen aufbessern, habe mir ein bisschen was dazu gekauft, ein Headset und sowas, mit dem ich jetzt auch aufnehme. So. Und jetzt ist mir leider vor ein paar Tagen der PC kaputt gegangen, beziehungsweise das Netzteil. Das Netzteil ist kaputt gegangen. Ja, deswegen kann ich leider keine Sachen über den PC. Ich hätte ich gerne, ich habe solche Spiele wie House Flipper habe ich mir geholt. FIFA 18, okay, FIFA 18 Rechtsfuß. 80 habe ich aufgehört. Dialog Englisch. Deutsch, so Untertitel ja, Untertitel anlassen. Oh, kann der runtergeladen werden? Ja, dann nicht. Dann weiter mit Standard, einfach mit Englisch. Wir haben hier den Untertitel. Ich hoffe, der ist in Deutsch. Ich denke mal, auch der ist in Deutsch. Mein FIFA 18 genauso. Previously on the journey. You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life, you know? There he is! Only 17 and already achieved what most players never will! I'm ready! Come on! I just love playing football. That's all I know how to do. Good luck on a new season. Cheers. Images emerging this morning of Hunter wearing a Real Madrid shirt. That is not what happened. We've been had. Michael! You gambled my career just to get back to the big time. It's not like that. What's it like then? Alex, this could be good for you. You could set MLS alight. It's a chance for a new beginning, son. Hey, man. Welcome to LA. It's like a different world out here. I've seen that the footage on time. The TV. A-listers. Glad you came. Man, thanks for having me. Swap shirts after the game? I will see what I can do. But you've been playing out of your mind, man. Just keep up the good work. Don't be getting too dazzled by those Hollywood lights, all right? Dad? Telling me this is my sister. Didn't know you played. Yeah, it's in the blood. All I'm doing is fighting every inch of the way to play the game I love. Well, well, well. Look who's back from La La Land. Everyone's watching me, waiting for me to be the next Alex Hunter. It's time to stop trying to make everybody laugh. It's time to start earning some respect. Apparently some of the big guns in Europe have been sniffing around you. Atletico, PSG, Bayern. Alex, this is Beatrice Villanova. I'd like to talk to you about your future. As a player, as a person, as an icon. So, das war die Rückblende. Für die Leute, die nochmal bisschen in die Geschichte reinkommen wollen. Und wir wollen mal gucken, wir haben jetzt gesehen mit der Schwester. Ich schätze mal, in dem Zusammenhang können wir auch irgendwas spielen. Oh, das sieht aber ganz schön alt aus. Und wollen wir mal gucken, was uns in der Journey erwartet. Have a good match. I will. Also so wie das gerade aussah, Hunter, Walker, das
waren ja ganz am Anfang beste Freunde. Und ich schätze mal, das sind jetzt die Väter von denen. Oh. Wollen wir mal gucken. The corner is being taken now. Oh, he's there! Jim Hunter equalizes with his 100th career goal. And what a beauty it was. Left foot volley. Caught sweet. Richtig schönes Ding, fand ich. So, wollen wir mal gucken. Also, wir spielen das ganze Team gut. Ich muss sagen, mit den Anzeigen und sowas, das, ich finde das mega interessant gerade. Aber wirklich oben links die Anzeige, dass es wirklich ältere Zahlen sind und auch mit den Streifen so, sieht man halt wirklich, dass es irgendwie, ich schätze mal 90er Jahre ist. Auch vom Ball her und sowas. Mal gucken, was wir so hinbekommen. Now Lewis, lovely ball. Oh, it's a goal. Three one at the moment as we restart the game. Then can he finish it off? We might need the goalkeeper again here. I don't know whether he can get his cross in here. Oh, it's opened up for him. Good save by the keeper. Linesman signals for a throw. Oh, he's not hanging. Ach, komm. There. Yes, it's going to be a corner. So, wir haben noch 15 Minuten. Gucken, was wir, ey, was wir in der Zeit reißen. Ach, Mann. Was wir in der Zeit reißen können. Ich muss mal kurz was gucken. Einstellung. Was kann sein? Ganz schön peinlich gerade. Ja. Das ist die Einstellung hier. Ah, stand mit der Herstellung so, zack. Bisschen die Einstellung verändert gehabt. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Spieler extrem schnell sind. Ja. Schon wieder ganz anders. Nee. Spieleinstellung Standard. Ah, hier das. So. Jetzt dürfte es vernünftig sein. Nein. Okay, gut. Ah, das ist auch neue Ansicht von. Ja, von oben beim Torwart. Muss ich sagen, finde ich auch mega gut. Das ist mal was anderes. Ein bisschen mit den Streifen stört das schon. Das ist ein bisschen aus, als wäre mein Fernseher kaputt. Here's Robinson. Ja, good genau. Defensive clearance back. Hallo, nimm. Och, Mann. Here's Robinson. Yes, he's finished. Ja, ist klar. So. Now Wilson. What's he gonna do here at the end of this run? Here's Robinson. No danger there, it's gonna be a throw-in.
Hallo, nimm doch den Ball, Mann. So. Ach komm. Jetzt eine schöne Flanke. Ach. Voll in den Schritt geschossen. Ja, genau, ins Aus. Ja, ja. Davis. That's a piece of very good defending. With Jones, Hughes. Chelsea have lost possession. Nimm doch den Ball mit, Mann. Nein, geh weg. Ach, Junge. Ach. Well, that was an opportunity, but look where it's finished up, well wide of the post. Ja, ist jetzt vorbei. 90. Minute. Ja, ich habe eh gewonnen, von daher. Oh, der war richtig schön. Stand da schön frei. Schon längst fertig. Wird keine Nachspielzeit angezeigt. Now Lewis. Wo spielst du hin? Ah, wollte mich verarschen. Assi. Ja, Englisch. Ah. 5 oder 4-2? Especially considering how well they played over the first, what, 50 to 60 minutes. But this game, let's be honest, it's going to be remembered for Jim Hunter's 100th career goal. And what a way to mark the milestone with a cracker of a volley. Hope you've enjoyed it. Thanks for joining us here. And we hope to see you again next time. They played football on the telly back in the Stone Ages. Yeah, and everything was black and white for real then too. Got an answer for everything, haven't you? Call as you like, your brother. Of course, back then we didn't have all the fuss you lot get these days, you know. We played for 150 quid a week if we won. Come on, really? To us it was all about just playing the game. Hey, look at that. Sweet as a nut, eh? Not easy keeping a shot like that on target. Should we get going? LA traffic. Okay. Here, let me help you with a bag. Oh, no, 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 Jim, don't you worry about that. You stay there. I've got the bags. You want to take it? I gave it to you. Borrow it then. Share the luck. Just give it back when you finish, though. All right. Wait,
We gotta catch this plane. I cannot miss it, or Butler will have my head. I can't believe he gave me time off for training as it is. Mate, I cannot believe that. I'm mad, isn't it? Last time I drove to LAX, we were going to Japan. You what? You what? I'm from England. It's English. You're the one with the accent. So. So, jetzt erstmal die Einführungsphase. Sehr. Hier sehen wir noch eine ganze Leute, die mitwirken. Die dabei sind, wie wir gesehen haben. Neymar Junior, Dybala und Kevin De Bruyne. Hunter. Ah, jetzt spielen wir ihre Karriere, beziehungsweise spielen wir am Anfang erstmal sie. The women here are the ones we want to take all the way to France. But to get there, you have to earn it. Every day. Butterflies, right? I hate them. So. Die Persönlichkeit eines Charakters verändert sich anhand der Entscheidungen und Unterhaltungen. In jeder Unterhaltung kannst du dich für eine von drei persönlichkeitsbasierenden Antworten entscheiden. Die Persönlichkeit des Charakters beeinflusst sein Verhältnis zu anderen Charakteren und sein Temperament auf dem Platz. So, ich würde jetzt erstmal sagen, wir bleiben erstmal ausgeglichen. Ja, wir bleiben erstmal ausgeglichen. I guess. Just try to enjoy it. Everything else will come. Warm up a bit? Yeah, sure. You made a heck of an impression against Germany. I know we didn't win, but you changed the game when you came on. Yeah, but this isn't a friendly, is it? And I'm like the youngest one here. Are you trying to make me feel old? No. You ready, Hunter? Chomping at the bit, coach. All right, well, show me. Ladies, line up with the cones. Passing patterns. So, das erste Training geht jetzt erstmal los. So, wir stehen jetzt noch. Wo stehen wir? Ach, da links, ganz links. Wechselspieler. So, und am besten. Unser Ziel ist hocharbeiten bis zur Startelf. Ist ja klar. So, also Training heute: Flachpass, Schießen und Grätschen. Wollen wir das Training mal anfangen? Das sind wirklich Standardsachen. Ganz einfach. Nein. Man muss sich erstmal ein bisschen beweisen. Ist halt immer so. Erstmal zeigen, was man drauf hat. Weil wir gelesen haben oder mitbekommen haben. Wir wollen ja zur WM nach Frankreich. Unser Ziel. Oh, schon vorbei. A, B,
perfekt geschafft, alles gut. Und unser Ziel ist natürlich ganz klar, in der Startelf nach Frankreich zu fliegen. So. Und das ist auch wieder, mit Versuchen, nicht mit Zeit. Okay, ich habe jetzt irgendwie 4 Stück daneben geschossen. Naja, mache ich nochmal. C ist mir zu schlecht. Ach Mann. Genauso kacke. Ah, der war gut. Wieder C. Wir haben ja 3 Versuche zur Verfügung. Aber mega kacke. Gibt's doch nicht. Toll. Oh, gibt's doch nicht, dass ich nicht besser als C komme. Ey, was soll das denn? So. Toll. Noch schlechter als C. Gibt's doch nicht. Ja, muss ich jetzt weitermachen. Schade, aber ich glaube, jetzt war Gretchen dran. Ne? Ja, Gretchen. Gucken, was wir da machen müssen. Ah, einfach durchlaufen, den Ball wegnehmen. Ah, das war schon. Ist mir Zeit. Nein. Einfach da dran vorbeigerutscht. Ach man, das gibt's doch nicht. Hier, da. Ja, da wenigstens 2 mal A, 1 mal D ist ganz okay. So, Attribute sind okay, bei Glitch ein bisschen erhöht, Beweglichkeit, Ballkontrolle und Dribbling ist besser geworden. Schon mal gut. So. Danny Williams. Spielen wir jetzt die Karriere von allen 3? Okay, Danny Williams spielt für die Premier League Club deiner Wahl. Bei jedem Verein gibt es unterschiedliche Erwartungen und Belohnungen. Bei einigen Clubs ist der Sprung in die Startelf unter Umständen leichter, dafür können Gehälter und Boni noch niedriger liegen. Wähle dein Premier League Verein, bei dem Danny Williams unterschreiben soll. So, dann wollen wir uns mal auswählen, wo wir denn hier hingehen. So, wir gucken uns jetzt erstmal die Wochengehälter an. Okay, 2,6 bei Arsenal ist schon mal gut. Oh, 3,1 bei Chelsea. 2,6 bei Liverpool. 3 bei Manchester. 2,9 bei ManU. Ich glaube, 3,1 war jetzt das höchste. Das war bei Chelsea. So. Ja, Liga gewinnen, Plätze 1 bis 4. Also Arsenal, Chelsea und was war das hier? Ja, und Manchester City sind jetzt so die 3 Favoriten. Wobei, ne, das waren 2,6. Ne, ManU, so. Manchester United, Manchester City und Chelsea. Hier ist Liga gewinnen, die Ziele bei allen 3, das ist schon mal gut. So, dann gucken wir auf die Kapazität. Haben wir hier 40.000, 55 und 74. Ist halt schon mal mega gut, weil wenn wir 74 Leute da sitzen haben, ist es ein bisschen geiler.
wenn 74 Leute dich anfeuern als 55. Ein bisschen mehr Fans. Nur die, sogar Manchester United hat sogar 20 Titel. Manchester City nur 5 und Chelsea 6. Was heißt nur, es ist schon gut, aber Gegensatz. So, Startelf ist 8,5 Wertung, Auswechslung 7,5. Hier dasselbe und bei Chelsea auch. So, dann gucken wir mal. Wenn wir in der Startelf sind, kriegen wir bei Manchester City 1,9. Bei Manchester United 1,9. Bei Manchester City 2. Bei Chelsea 1,9. Für jedes Tor kriegen wir 5,5 bei Man U, 5 bei City und 4 bei Chelsea. Also Chelsea ist wirklich relativ niedrig im Gegensatz zu den anderen. Das Vereinsziel sind 75.000. Hier 90. Hier auch wieder 75. So. Also wenn wir die Liga gewinnen, kriegen wir hier 75. Hier kriegen wir 90. Und bei Chelsea hat auch 75. So, Pokalerfolg. 32, 30, 28. Also ich muss wirklich sagen, von den ganzen Werten, auch wenn wir hier ein bisschen weniger kriegen bei Manchester United, aber mit den ganzen Bonus oder in den Bonis ist Manchester United besser und deswegen wählen wir Manchester United aus. Slipping on a wet floor and ending your season. Michael? Why are you late anyway? Well, I just came from a meeting with Roger about investment opportunities and, you know, you gotta speculate to accumulate and all that and everything. Right. What are you doing here? Well, I had some meetings of my own. About my number one client. Huh. Your only client, you mean? But you saved the best to last, didn't you? That's what you did. Right, so what is it? Because I've got to get to training, or really, our butler's going to kill me if I'm late. I know last season was tough, but the way you turned it around, League Cup final, we came that close. Yeah, I know. That little Gaz keeps reminding me, you know, joys of social media. Truth is, club's in two minds about you. Also der Club ist wegen dir geteilter Meinung. Ich würde mal sagen, wir sind ein bisschen lässig. I'm gonna lead this team to glory. That's the spirit. Starting with pre-season, am I right? Go and show this club you're indispensable. And remember, you're my number one client. Danny? Yeah, what? Training? Oh! Butler's gonna have my head! I gotta find another job. So. Wie wir gesehen haben, der Manager von Alexander ist jetzt der Manager von Danny. Ich würde jetzt sagen, hiermit ist die erste Folge beendet. Wir sehen in der nächsten Folge, jetzt geht es weiter mit dem Trainingslager. Wir gucken uns an, was für ein Training Danny absolvieren muss. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.